Das hier ist ein richtiges Bischof von einer Vespa. Und euch ziemlich so eine alte von 1953. Kehrt ihr die? Um Gabriel Giger. Der Gabriel Giger, das ist eigentlich der Cartoonist vom Walliser Bote. Da kennt man eigentlich, weil er jeden Freitag sein Cartoon an der Zeitung drin hat. Er hat aber auch eine zweite Leidenschaft. Und das ist eben das Sammeln und das Restaurieren von Vespas. Was damit genau auf sich hat, das schauen wir jetzt zusammen an. Schon seit ein Schuppenjahr putzt und pflegt der Laker Gabriel Giger seine Vespas und Lambrettas. Gefallen? Händsch mu schon immer. Und irgendwie ist euch weitervererbt gekommen. Sein Papa, der Hans-Peter, hat euch schon eine gehabt. 2008 ist das so wie gewesen. Er hat die erste Vespa gekauft. Seither schreibt er selber an ein Kultfahrzeug in seiner Garage. Er macht sie weg, bringt sie in Schwung, verkauft sie, scheicht ein neues Vespa-Leben. Heutzutage geben sie ja modernere Töpfe, schnellere Töpfe mit besserer Technik. Woher kommt jetzt die Faszination für die alte Vespas? Also, mir haben die Vespas halt schon immer sehr, sehr gefallen. Ja, die haben eine einfache Technik, sind sehr schön uns, haben einen eigenen Kult um die Vespa herum. Und ja, mir hat es eine Armille gezogen und seitdem fahre ich Vespa. Jetzt sammelst du die Vespas. Also, wie schwierig ist es, die zu finden, so alte Vespas? Also, die seltenen Modelle sind schon sehr schwierig zu finden. Es gibt aber auch ganz viele andere Modelle von den Vespas. Die finden, eigentlich hat es in jedem Dorf irgendwo ein, zwei Vespas. Da müssen wir einfach schauen, dass man eine alte findet. Und du tust ja die euch restaurieren. Wie schwierig ist es jetzt, die zu restaurieren? Und auf was schaust du, wenn du so Töpfe wieder zweckmachst? Also ich schaue vor allem auf Originalität. Also die Vespa ja nicht zu tot restaurieren. Versuche zum Beispiel, wenn der Lack halt rustig ist, dann ist er halt so. Dann versucht man das zu erhalten. Und einfach die Technik zu machen, dass alles wieder gut läuft. Und wie schwierig ist es, so eine Vespa nachher zu verkaufen, wenn du sie mal zweck hast? Schweren Herzens? Ja, sehr ungern verkaufen. Ich behalte sie irgendwie lieber, aber so viel Platz hat man meistens nicht. Aber die verkaufen sich eigentlich sehr schnell. Also, ja. Ja, mittlerweile teilt er seine Vespa-Leidenschaft mit den Schuppenkolleginnen und Kollegen. Im Vespa-Club Snails geht es regelmässig auf Tour. Am letzten Wochenende geht er auf Lyon nach Frankreich. Bis alles treffen sich Gleichgesinnte, reden über Vespas, über ihr Hobby und täuschen sich uns. Die Vespa ist aber natürlich vor allem euer Alltagsfahrzeug. Von A nach B fahren, auf der Vespa einfach ein bisschen stylischer als auf einem anderen Gerät und hat euch ein bisschen cooler, wenn euch härter. Wenn man so eine Tour auf Lyon macht, das sind 750 km auf Sodra Vespa, tut einem da nachher nicht alles weh? Ja, mal, man hat schon Rückweh, hinten ein bisschen weh. Ja, es ist schon ziemlich anstrengend, aber es ist sehr schön. Ihr habt ja jetzt like, den Club, die Snails, schon seit ein paar Jahren. Wie muss man sich das vorstellen? Sind da viele Leute, die da mitmachen? Ja, wir sind vielleicht 10, 12 Stück eigentlich. Der Herzkern, sagen jetzt vielleicht 5, 6, die ein bisschen mehr angefressen sind. Wir sind ein relativ kleiner Club. Aber auch dann macht ihr so Touren und ihr könnt euch selber einen Anlass organisieren. Genau, also wir machen einmal pro Jahr machen wir eine Schweizer Tour. Da gehen wir alle zusammen so zwei, drei Tage weg. Und dann gibt es immer den Snails. Das ist das Vespa-Treffen im Oberwallis. Ja, nicht nur für den Oberwallis, da kommen wir sogar von Italien. Richtig, also letztes Jahr hatten wir einen von Italien, der gekommen ist. Wir haben Zürcher da, wir haben Berner da. Dieses Jahr kommen wir, glaube ich, auch noch ein paar Ostschweizer mal vorbei. Ja, es ist also eine kleine Familie. Und dann feiert man die Vespa. Man feiert die Vespa, man feiert sich selbst, man feiert natürlich das Bierli, das Raclette zusammen, macht eine kleine Ausfahrt. Ja, dolce vita. Vespa ist für mich ein Stück Freiheit, ein treues Gefährt, das ich überall hinreisen kann. Vespa ist für mich auch eine Leidenschaft, die ich mit Freunden teilen kann. Ein Stück Geschichte, die ich fahren und geniessen kann.